Hallo, wir sind wieder da. Hansen und der Rolf Ziller bei 7 Days to Die. Und ich glaube, der Hansen ist gerade böse, böse beschäftigt. Kann das sein? Geht so, ich bin gerade schnell am Hochrennen, damit ich alles auspacken kann, was ich nicht brauche. Ja, es hört sich nämlich an wie eine Horde, wenn ich so ehrlich sein darf. Du hast leider recht, ja. Ja, Ich habe leider recht. Guck mal, ich hasse es, recht zu haben, aber es ist so. eigentlich wollte ich ja eher den Airdrop holen gehen. Ja, ich gehe jetzt mal aufs Dach. Und hier ist kein Dach, deshalb kann ich nicht drauf gehen. Sehe keine Zombies. Aber sie müssten von, wenn ich rausgucke, von links kommen. Ich habe jetzt hier Iron Chest Dingsbums zum Lernen. Ja, ich denke, wir sollten uns erstmal in Richtung Airdrop aufmachen. Ja, Riech warte hier mal. auch noch. Scheiße, warte mal, ich muss hier mal kurz das Zeug, Oh geil, Ammunition. das riechen lässt hier reinpacken. Ja, So, das ich hab's. Pistol-Book war auch schon dabei, eben. Oh. Oh, die sind direkt unter uns. Ja, Rolf, die sind vorne vor der Tür. Komme. Ich weiß nicht, ob die noch im Haus schnell werden. Wir sollten raus. Ja, das sollten wir definitiv. Ach du Scheiße, du hast recht, das dauert viel Die zu sind oben, die lange. sind oben, die sind oben. Ja, dann wir auch nach oben, ganz nach oben. Schnell. So, und Oh, was machen wir weiter. jetzt? Was machen wir jetzt? Wir machen jetzt die Ah! Leiter da weg. So, jetzt sind wir sicher. Sagst Vorerst. du. Wie kommen wir raus? Hier, oder? Nicht wirklich. Das könnte ein bisschen tief sein. Vorne im Vorder. Warte mal. Schauen. Oh, die wäre fast hier raufgehüpft. Gut. Bam! Ja, bleibt uns ja nichts übrig, wir müssen raus. Alter, das gibt's ja nicht. Wie lange dauert das denn hier? X6 ist dann noch gut. Oh. Oh. Bin ich ja mit der Axt hier schneller. Headshot. Also. Ja, ich muss mal gucken, ich muss meine Axt reparieren. Das geht sonst gar nicht. Pass auf, ich mache jetzt erstmal hier diese Blocks hier, die sich Woodframe nennen. Oh, die kommen immer hoch. Ja, das war vor allem Spider-Zombie, der kann ja auch hoch ohne dass wir ihm helfen, sozusagen. Meine Pistole macht aber die Blöcke nicht kaputt, ne? So. Deine Pistole, doch, also auf Dauer gesehen macht sie die Blöcke schon kaputt. Bin gerade etwas angespannt. Hier ist ein Vordach. Hier könnten wir runterhüpfen, auf jeden Fall. Ja, ich mache mir gerade mal ein paar Pfeile. Die werden sich hier auch ruckzuck jetzt durch die Fenster schlagen. That's right. Am besten gar nicht blicken lassen an den Fenstern. Nee, ich denke auch, wir sollten in Richtung Airdrop. So, jetzt ist das Problem. Der Wo Airdrop ist der war in Airdrop? diese Richtung. Ich habe hier so hingeguckt. Warte. Welche Richtung? Oh, du bist schon weg. Ich bin hier unten schon unten gehüpft. Ich würde ja gern aufräumen mit der Pistole, ganz ehrlich. Gut. Ich würde aber auch lieber erstmal das Zeug holen. Ja, hast ja recht. Weil vielleicht sind da ja so tolle. Da hinten ist eine Kiste. Oder ist es ein Baumstumpf? Eins von beiden. Glaube, es ist ein Baumstumpf, weil die Kiste, ich kann nicht mehr rennen. Nein, Würde es ist die noch Kiste. rauchen. Es ist aber die Kiste. Ja? Gut. Ich schieß jetzt. Locke ich dadurch weitere an? Ja. Sehr gut. So, hier ist eine Kiste. Reloading Weekly und nochmal Ledertraining und zweimal was zu fressen. So, Reloading Weekly kann ich schon. Kannst du das schon? Weiß ich nicht. Wo ist denn das? Ja, ich schmeiß hier auf den Weg, damit man es sieht. Sehr gut.
Reloading. Wenn du was zu essen brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ich hab ein bisschen was. Ja, ich habe mir die Ah, verfaulten ich hab's schon, ich Sandwiches. hab's schon. Ja gut, dann weg damit. So, ich weiß Weißt natürlich du? nicht, wo die andere Kiste jetzt ungefähr sein könnte. Ich würde mal hier auf den Berg steigen. Ah, das war jetzt sehr. So grob umzusehen. König. Ah, ein See. Ja, aber ich sehe die Box nicht. Warum? Wir haben uns natürlich auch lange mit den Zombies. Das war natürlich ein blödes Timing. Das war ein sehr blödes Timing und ich bin froh, dass wir überhaupt raus Ja, wir sind. müssen allerdings auch nochmal zurück, denn ich habe da Zeug drin abgelegt. Ach so, ja. Ja, ich auch, aber nicht, das war jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, das ist schon zu weit. Ja. Oh, Normalerweise. ich muss was essen. Ne, ich esse das. Esse Lamm. Ah, Lamm ist was Feines, ja. Ja, das füllt auch sehr viel auf. Die Hälfte füllt das auf. Hier sind wahrscheinlich Entennester hier direkt am Wasser. Entennester. Ja, oder bauen Enten nicht so ihre Nester so am Wasser? Oder am Wasser? Wahrscheinlich Jo, am in so Schilfscheiß oder so, ne? Schilf, ja, richtig. Könnten sie auch noch mal einbauen hier, Schilf. Schilf und Enten auf jeden Fall. Enten wäre cool. Zombie-Enten. Weil, überleg mal, die Hunde sind ja, wenn die Hunde infiziert sind, warum sollten Enten nicht infiziert sein? Oh, ne, spricht ja gar nichts gegen, ne? Da kannst du nichts gegen machen, gegen Enten. Enten sind echt, sind schon, wenn sie nicht Zombies sind, sind die schon scheiße. Aber. Musste eine Schrotflinte mit Buckshot haben, sonst Ja. hast du verloren. Ja, gut. Warte mal, ich muss mich mal auf der Karte kurz orientieren. Wir könnten, wenn wir jetzt straight nach Norden laufen. So hier in die Richtung. Dann kommen wir wieder nach Hause, in Klammern nach Hause. Und erforschen hier nochmal so ein leicht neues Gebiet. Ja, ich kann wieder an den ganzen Blümchen hier gerade nicht vorbei. Ja, nimm du die Blümchen, das ist nämlich gut, die nehme ich nämlich nicht mit. Ein Sträußchen zu pflücken. Hirsch, da hinten war ein Hirsch. Hier, Hirsch, da. wo ist Siehst du er? den Hirsch? Da, geradeaus. Warte mal, ich versuche ihn. Ja, lass uns hier gleichzeitig. Nummer 3, 2, 1, Feuer! bam! Voll fies, wir haben ihn doch garantiert gleichzeitig erwischt. Jetzt ist er down. Jawohl, Mann, ey, da haben sie ihn, ey. Unglaublich. Meisterschütze. Nimm du das mal vom Hirsch. Ich glaube, du hast schon Fleisch, oder? Ich hab das, hab ich im Haus extra abgelegt, damit sie mich Oh. nicht riechen. Was ja auch sehr weise war. Da ist ein Schwein. Aber da ist auch ein Fettsack. Warte mal. Hey! Vier Schuss noch. Zwei verrottete Sandwiches. Ich finde natürlich genau dieses Zeug, was ich alles im Haus gelassen habe. Also zufällig so leere Dosen noch dabei. Oder Scrap Iron oder so. Ich habe Empty Cans habe ich dabei. Und das Scrap habe ich auch in der Kiste am Ufer gelassen, weißt du? Ja gut, hier eine Dose. Die macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Kommen wir hier der Straße so folgen, oder was? Ja, aber wir kommen da gleich auf die Straße, auf der wir schon waren. Okay. Und dann müssen wir uns gleich rechts halten. Oh, Gunpowder. Warte mal. Ja, wir müssten jetzt. Ja, wir können hier so. Ah, da, drop, 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 der Airdrop. Ein Zufall. Ich mach mal. Oh. Und,
Pump Shotgun Stock. Das Buch lasse ich da, weil hatten wir ja schon. Was soll ich da lassen? Sag mir mal was. Du musst mir jetzt den Arsch mal ein bisschen frei halten. Ja, ja, ich passe hier auf Kopfsteinchen neben dir. Aber was soll ich da lassen? Wie, was ist denn da drin? Lass das Sandwich da. Ja, lass das Sandwich da, ja. Beef? Beef-Ration habe ich noch zum Beispiel. Landclaim-Block war drin. Ja, weiß nicht, ob wir den brauchen. Pass auf, ich würde sogar... Nee, komm, ich habe ein Stick, das mache ich weg. Chicken. Weiß nicht, was ich liegen lassen soll. Soll ich das Gunpowder liegen lassen? Ja, lass liegen, klar. So, jetzt habe ich hier noch... Sandwich ist es drin, ein Stick, einmal Gunpowder, also nichts so dolles. Du? Ja. Ich stehe hier ein bisschen rum, ich muss mir ein bisschen Pfeile machen. Mach das. Ja, auf dem. So, wir haben es ungefähr 3 Uhr, 20 ja. Uhr 4. Ja, wenn wir noch so ein bisschen zu Hause Projekte haben. Ja, die haben wir. Haben wir Leben gefunden? Immer noch nicht, ne? Was? Hier ist... Leben haben wir nicht, oder? Hast du Leben? No. Ich hoffe mal, dass das hier Leben ist. Es sieht irgendwie anders aus als das, was drumrum ist, auf jeden Fall. Ja. Aber es geht nicht kaputt. Ja, es ist Leben, okay. Gut. Da oben über den Hügel kommen zwei Zombies. Von hinten von der Straße kommt einer. Ich würde sagen, hier theoretisch ist ja auch noch die Horde immer noch in der Nähe, ne? Wow. Ah, noch einer. Kopftreffer, komm. Nehmen wir nix. So, einen noch, dann habe ich 5. Alter, Wolf! Ja, ja, ich sehe. Vorsicht, hinter dir, lauf, ja. lauf! Vor mir auch! Ich blute. Vorsicht! Hab ich dich getroffen? Alter, ja! Ehrlich? Ja, ich bin fast tot. Oh, tut mir leid, du kriegst alles von mir hier. Ich geh erstmal aus der Schusslinie, ey. Ja, ja, ich lauf schon seitlich. Boah, ich bin aber auch ein Depp hier. Oh, ich hab mir gerade eine Bandage reingezogen, ohne die wäre ich tot, glaube ich. Hast du geblutet? Ja, ja. Oh Mann, das tut mir echt leid. Ey, ich war auch so tot, ich musste mir auf jeden Fall die Bandage. Reinballern. Es tut mir leid. Macht nichts, egal. Ich esse jetzt meine große Beef-Ration, die macht mich wieder fit. Boah. Und wir haben Clay jetzt, ne? Richtig? Und wir haben jetzt Clay auf jeden Fall. Aber einen wollte ich noch mitnehmen hier. Und was ich jetzt nicht mehr machen kann, ist. Wo, da muss ich irgendwas wegschmeißen. Ich schmeiß den Cotton weg. Cotton brauchen wir nicht, oder? Ja. Bandagen draus machen, ne? Wobei, wie viel normalen Stoff habe ich denn? 7? Ja, 7 Bandagen reichen auch erstmal. Ja. Nee, ich bringe erstmal weg, weil ich würde gerne Holz mitnehmen und gleichzeitig aber auch die Holzsamen, die Baumsamen. Aber das wird nichts. Also ich will jetzt auf jeden Fall nach Hause. Denn wir müssen zu Hause definitiv jetzt Eisen irgendwie machen und einen Kochpot, dass wir Wasser kochen können. Ich habe schon wieder, glaube ich, das ganze Wasser ausgesoffen. Und außerdem stinke ich nach... Wild. So, ich guck mal, ob ich die Kiste wieder finde. Die müsste hier weiter links sein. Mhm.
Manometer, das war ja gefährlich. Ja, aber ich war das Gefährlichste. Ich hab sie gefunden. Das tut mir leid. Oh, macht ja nichts. Ist ja nochmal gut gegangen, ne? Ja. So, hier ist noch. Ah, hier ist ja alles drin. Meine Güte. Was hast du alles mitgenommen? Oder was hast du da reingepackt? Und so? Weiß es gar nicht. Was ist denn da eigentlich drin alles? Stuff. Vengeance, also Fleisch, Coal, ja, gut, das kann ich Iron nehmen. Fragments, Yucca-Frucht, Sand. Also lassen wir das Iron und das Vengeance eh für mich, weil das habe ich ja sowieso schon dabei. Ja, das hätte ich auch so gedacht. Book, Glas, das lasse ich alles da. Sandstone lasse ich auch da. Ja, ich kann auch gar nicht mehr mitnehmen. Okay. Nicht mal mehr Bickies mitnehmen. Es dauert so lange, hier so einen scheiß Baum zu fällen, ne? Kommt drauf an, wie dick der ist. Also ich will Minimum die kleinen 15 oder 16 Schläge. Das finde ich echt ein bisschen übertrieben. Okay, es ist auch noch eine Holzaxt, von daher. Okay, vielleicht ist es doch nicht so übertrieben. So, was habe ich noch dabei? Oh, ich glaube, wir müssen noch eine kleine Pause einlegen. Ja, wir machen eine Emergency-Notfallpause, aber ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wir hätten noch 2-3 Minuten gehabt, von daher geht das in Ordnung. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, der Hamsen und der Rolf Ziller, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und lasst bitte fleißig Kommentare und Anregungen unter dem Video. Und ich mach's kurz. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut.